1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Stopp! Hallo, gut, ich bin Männer. Moi le bignou. Allez, mon sang. Soldat, comment que Léon ? Allez, allez. Et Léon. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris.
Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir.